Hallöchen, liebe Bücherfreundin, herzlich willkommen bei einem kurzen kleinen Ankündigungsvideo. Ihr seht schon, ich leite so ein bisschen die Weihnachtszeit ein mit diesem wunderbaren Hintergrund, den ich mir angeschafft habe. Ich finde ihn einfach großartig. Ich bin total verliebt in diese Wand und muss mal überlegen, wo ich mit ihr hingehe, wenn ich keine Videos drehe. Ich mache dieses Jahr einen Adventskalender. 24 kleine Videos wird es von mir geben ab dem 1. Dezember, immer morgens um 7. Ich denke, das ist eine ganz angenehme Zeit für alle, die morgens vielleicht einfach schon ein kurzes Video sich ansehen möchten. Zudem macht man ja sein Adventskalendertürchen eigentlich morgens auch auf. Und ich möchte dieses Jahr meine Jahreshighlights in diesen Adventskalender packen. Das heißt, es wird 24 Buchtipps geben, die ich in diesem Jahr geliebt habe, gefeiert habe, die mich mitgerissen haben und die mir einfach auch in Erinnerung geblieben sind. Das kommt ja so grob auf 2 Bücher pro Monat. Das klappt nicht ganz. Ich packe euch aber in die Videos unten in die Infobox auf jeden Fall immer die Infos zum Buch und auch zu der jeweiligen Bücherwoche, sodass ihr euch da auch nochmal eine ausführliche Review ansehen könnt. Ich möchte die Adventskalender-Videos ein bisschen kürzer halten, vielleicht so 5-6 Minuten. Ja, ich versuche es zumindest. Es ist meine persönliche Challenge, in so kurzer Zeit über ein Buch zu sprechen, zu schwärmen, zu begeistern und mal sehen, ob es mir gelingt. Nehmt es mir nicht übel, sollte eins der Videos dann vielleicht ein bisschen länger sein. Das könnte durchaus passieren. Aber ich versuche mich tatsächlich mit Timer, mit Stoppuhr hier sitzend, so daran an meinen eigenen Ziele zu halten. Ja, viele der Bücher sind als echtes Buch bereits in meinen Händen. Manche habe ich auch gehört, bei anderen habe ich das E-Book. Ich werde euch die Cover auf jeden Fall immer mit einblenden, alle Infos in die Infobox packen und mein Jahresrückblick zieht sich dann sozusagen über 24 Tage. Es wird natürlich trotzdem auch am Ende des Jahres einen kleinen Jahresrückblick noch geben. In dem werde ich aber dann nicht mehr groß über die Highlights sprechen, weil die stelle ich euch jetzt natürlich vor. Und ihr werdet jetzt dann die nächsten 24 Tage im Dezember eben immer wieder diesen Hintergrund sehen. Es wird weiterhin dennoch die Bücherwoche am Samstag geben und es wird wohl auch noch ein Video separat pro Woche geben. Also es gibt da natürlich noch trotzdem die Neuzugänge, die Vorschau, mein schon gelesen oder subt es noch, diese Videos wird es natürlich trotzdem geben, aber es werden dann tatsächlich wahrscheinlich nur diese 2 Videos pro Woche noch sein, denn es ist jetzt natürlich schon etwas aufwendig, diese 24 etwas kürzeren Videos zu drehen, die wollen ja auch geschnitten werden und hochgeladen werden und in der Infobox bestückt werden und ich hoffe, dass das nicht im totalen Chaos ausbricht, aber ja, ich bin ja nicht der strukturierteste Mensch, aber ich bemühe mich sehr und finde es jetzt ganz gut, dass ich hier diesen Hintergrund habe, dann im Grunde nur noch Mütze auf und dann merkt ihr im Grunde gar nicht, wann ich welches Video gedreht habe. Gut, heute sieht man ein bisschen, dass es sonniger ist, wer weiß, wie es so in den nächsten Tagen sein wird. Also 24 Highlights erwarten euch, ich freue mich da natürlich auch auf den Austausch, ob ihr das Buch vielleicht selbst kennt, schon gelesen habt, ob es auf dem Sub ist und ich fand es auch sehr faszinierend, einfach schon jetzt mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen, um zu sehen, wann hast du was gelesen, was hat dich da am meisten gefesselt und wenn auch mal mehr Highlights in einem Monat waren, einfach zu sagen, oh, wie grenzt du das auf 2, 3 im Grunde ein? Es gibt ja auch mal Monate, die ein bisschen schwächer waren, dafür Monate, wo man gefühlt nur Highlights gelesen hat und ja, ich wollte natürlich auch so vom Genre ein bisschen was Unterschiedliches machen und das von allem, was dabei ist und dass auch alle Bücher, die es wirklich verdient haben, in den 24 Tagen unterkommen. Und es sind tatsächlich ein bisschen mehr als 24 Bücher, weil ich zum Beispiel ein oder zweimal Bücher von der gleichen Autorin zusammenfasse in ein Video und dann sind es theoretisch mehr Bücher, aber das heißt ja nichts. Ja, ich versuche mich in den Videos dann auch kurz zu halten, das versuche ich jetzt hiermit auch dem Ankündigungsvideo und freut euch auf den 1. Dezember, da gibt es das erste Video und morgens um 7 und ich freue mich auf den Austausch mit euch und auf eure Highlights und auf eure Erfahrungen, Ideen zu den jeweiligen Büchern, wenn ich sie euch vorstelle und ihr könnt ja hier vielleicht schon gerne ein bisschen mitraten, was vielleicht eins meiner Highlights sein könnte, das werde ich natürlich dann nicht hier unten in den Kommentaren spoilern, aber natürlich dann seht ihr es natürlich in den jeweiligen Videos und das war es jetzt auch schon von mir an Ankündigungen. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch mit meinem Adventskalender, mit meinen Jahreshighlights ganz viel Spaß, wünsche euch auch eine schöne vorweihnachtliche Zeit, lasst es euch da gut gehen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.